Na wunderbar. Wir ahnen schon, worauf das hinausläuft. Wir dürfen gleich abwehren, Welle um Welle, während Anderson wahrscheinlich den Funkkontakt herstellt. Wo geht's denn hier lang? Hier drüben? Ups. Shepard ist auch ein bisschen mobiler geworden, habe ich das Gefühl. Ach, hier drüben, nehmen wir noch den Weg. Das sieht doch ganz gut aus. So, mal kurz das Medikit her. Na gut, dann mal einfach rein hier. Weg mit dir. Jetzt bin ich natürlich wirklich mittendrin hier, ne? Geh mal bitte hier rüber. War jetzt großartig. Ich gehe deshalb so offensiv rein, was ich noch nicht sollte, weil der Frontangriff oder der Sturmangriff später noch eine besondere Fähigkeit mitbekommt. Und zwar heilt er Shepard automatisch sofort. Und mit dieser Verbindung oder in dieser Verbindung wird der Sturmangriff unglaublich mächtig, finde ich, weil man dann wirklich sich reinstürzen und rumwüten kann wie ein kranker Bastard eigentlich. So, oh, da wollte ich aber nicht runterspringen. Komm mal hier hinter, Anderson. Shepard wollte ich schon sagen. Wo ist denn hier noch einer? Nirgendwo. Okay. Ein Funkgerät finden. Na dann. Erstmal hier. Nimm mal die Waffe mit, genau. Sonst noch was? Das Shepard, Funkgerät natürlich. Ja, ja. Ich habe ein Funkgerät gefunden. Na dann funk mal. Normandy, hier spricht Anderson. Hören Sie mich? Was ist Ihre Position, Admiral? Bei einem abgestürzten Shuttle im Hafen. Ich aktiviere sein Notsignal. Schicken Sie Unterstützung. Wir haben Verwundete. Lieutenant! Ich habe das Signal verloren. Hoffentlich funktioniert das Notsignal. Und zwar bald. Wir haben Gesellschaft. Na super. Auf zur Runde 2. Okay. Jetzt also auch mit Sturmgewehr. Das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher, weil man dann nicht die ganze Zeit drücken muss hier für jeden Schuss einzeln. Vor allen Dingen bei solchen Massen ist das dann doch ein bisschen bequemer, muss ich sagen. Allerdings... Ah, ich drücke auf die falsche Taste, das muss mir doch einer sagen. Ich drücke die ganze Zeit auf die 5 und nicht auf die 4. So, okay. Du bleibst schön davon und kommst uns nicht näher. So, und dann gehe ich mal rein hier. Wo ist er denn? Da ist er. Ups. Siehst du, das ist das Problem mit dem Sturmangriff momentan noch. Man kann ihn zwar machen, aber momentan ist er noch ein bisschen gefährlich. Das wird dann später aber richtig geil mit dem Ding. Dann spare ich mir den jetzt aber gerade mal noch auf am besten. Ist vielleicht besser so. Aber gerade auch im Multiplayer, ich kann nur empfehlen, macht einen Frontkämpfer im Multiplayer. Das ist so unglaublich geil, wenn man sich einfach mal in die Gegner reinwerfen kann. Wie ein kranker Bastard und dann einfach nur durch die Gegend rennt und alles niederwirft und schnetzelt, was einem in die Quere kommt. Genau. So, weg mit euch. Übrigens sehen auch die verstärkten Nahkampfangriffe für jede Klasse unterschiedlich aus. Ich glaube, mit dem, ich weiß nicht, ob das der Techniker ist, da fährt man aus dem Universalwerkzeug dann eine Klinge aus, mit der man dann zuschlägt. Hier mit dem biotischen Sturmangriff haben wir ja so eine kleine verstärkte biotische Faust sozusagen. Also sieht überall ein bisschen anders aus, haben sie ganz cool gemacht eigentlich. Mir auch, wie es scheint. Gut, dann wechsle ich mal gerade auf die schwere Pistole. Und hoffe, dass dann demnächst mal auch das Shuttle kommt. Das wäre sehr schön. Momentan ist es wirklich noch Gold wert, dass wir das Blutbad noch haben, den zusätzlichen Schuss da hier ist. Weil das doch ein bisschen mehr reinhaut als die normalen Angriffe. So, weg mit dir. Ja, ich bleib schon in Deckung, keine Sorge. Gut, es sind halt so viele, man kann sich da nicht reinwerfen, das ist blöd. Es kommen immer wieder neue nach. Da kommen noch mehr. Och nee, ernsthaft?
hatte gehofft, es wird jetzt langsam weniger und nicht mehr. Shit. Brauch Muni. Gib's mir Muni! Gib mir Muni! Ach, danke schön. Joker. Ach, super. Oder aber auch Zeit. Vorwärts. Die Normandy mit neuer Lackierung, wie wir sehen. Jetzt unter Allianzzeichen. Willkommen zurück, Shepard. Danke. Shepard! Kommen Sie! Ich gehe nicht. Von diesen Männern gibt es noch 1 Million mehr und sie brauchen einen Anführer. Wir kämpfen gemeinsam, Anderson. Diesen Kampf können wir aber nicht gewinnen, nicht ohne Hilfe. Wir brauchen jede Spezies und ihre Schiffe, um eine Chance auf einen Sieg über die Reaper zu haben. Überzeugen Sie den Rat davon, dass er uns hilft. Und wenn Sie nicht auf uns hören? Dann sorgen Sie dafür, dass Sie es tun. Und jetzt gehen Sie. Das ist ein Befehl. Ich nehme von Ihnen keine Befehle mehr an. Schon vergessen? Hiermit sind Sie wieder im Dienst, Commander. Sie wissen, was zu tun ist. Ich komme zurück und ich bringe jede Flotte mit, die ich finde. Viel Glück. Für Sie auch, Shepard. Zurück im Dienst. Und so müssen wir die umkämpfte Erde hinter uns lassen, während hier Tod und Zerstörung Einzug halten. Wir können nicht jeden retten. Wir werden zurückkommen und dann werden sie bezahlen dafür. Aber erstmal können wir nichts tun, als der Erde den Rücken zu kehren und die Reaper morden zu lassen. Zu lange gewartet. Zu lange tatenlos geblieben. Was zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen? Hey! Wir gehen. Wie, weg? Was ist hier los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Wir haben keine Wahl. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Vergessen Sie's. Setzen Sie mich... Genug! Ich würde auch lieber bleiben und kämpfen. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Joker, sind Sie das? Er lebt und lebt. Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Der Übermacht...
werde ich ihn mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert. Ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System 5. Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tassoni nachgeforscht. Die Reaper aufzuhalten. Der einzige Weg, sie zu besiegen. Ich melde mich. Hackett Ende. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Hat erledigt. Das ist Loco. Warum der Mars? Was glaubt er denn, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Zusammenpacken. Immer noch kein Kontakt zur Basis, aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandy kriegen. Verstanden. Willkommen auf den Mars. So, also erstmal hier was... Oh, Level 31 schon. Erstmal hier müssen wir was machen, und zwar irgendwelche proteanische Technologie finden. Ich hab's ja im zweiten Teil... Ich mach mal kurz Pause, weil ich mal meine Gruppe checken will. Ich habe es ja im zweiten Teil schon mal erwähnt, wir sehen ja Massen von Punkten, die wir jetzt erstmal ausgeben können. Der Mars, beziehungsweise nicht der Mars, die Fähigkeiten oder die Techniken, die damals so von den Proteanern entwickelt wurden, dienen dazu, die Reaper platt zu machen und... Nein, ich will das nicht bestätigen, man. Ist gerade schwer, was Neues sich anzugucken und dabei gleichzeitig zu reden. So, okay, sage ich erstmal kurz, bevor wir hier machen, die Proteaner haben ja gewisse Techniken entwickelt, um die Reaper aufzuhalten, haben es nur leider nie fertigstellen können, und der Shadow Broker hat ja ganz stark dran gearbeitet, da was zu finden in den proteanischen Archiven, und er war ja schon Informationshändler, der Beste, den es gab, also er hat schon sowieso mit Wissen gehandelt und ist da an alles rangekommen, was man finden konnte. Ja, und, er hat da offenbar was entdeckt, und Lyra hat ja alles von ihm übernommen, alle Ressourcen, alles an Wissen, was es gab, alle Datenbanken, und offenbar ist sie da auf was gestoßen, das hier in den Mars-Archiven der Proteaner verborgen ist, und das suchen wir hier, also darum geht es. Deswegen ist das kriegsentscheidend, was wir jetzt machen. Aber erstmal will ich hier den Sturmangriff auf jeden Fall erhöhen. Schaden und Kraft, so, was haben wir jetzt? Schaden und Kraft oder trifft bis zu 2 zusätzliche Ziele im Umkreis von 2 Metern. Warte mal, wie geht's denn hier weiter? Kraftsynergie erhöht 15 Sekunden lang Kraftschaden. 3 Sekunden beim Waffenschaden. Okay, also ich gehe einfach auf alles. Weißt du? Ach, kann ich nicht. Okay, ich muss mich wirklich für eins entscheiden. Gut, dann gehe ich mal kurz zurück, weil ich glaube, ich das auf jeden Fall auch, aber ich glaube, hier gehe ich dann lieber auf diese Bereichswirkung. So, erhöht 3 Sekunden lang Waffenschaden um 15%, 15 Sekunden lang Kraftschaden und Kraft um 25%. Dann nehme ich lieber das, weil ich meistens danach nochmal richtig zuschlage.
So, gibt biotischer Sturmangriff eine... Was gibt? Biotischer Sturmangriff hat eine Chance, was auch immer. Von 25% keine Abklingzeit auszulösen. Ist ganz nett. Hier haben wir noch erhöht die Barrieren um zusätzliche 50%, wenn erfolgreich biotischer Sturmangriff ausgeführt wurde. Das klingt schon nicht so schlecht, ne? Ich glaube, ich nehme mal eher das. So, damit sind wir jetzt beim Sturmangriff richtig gut ausgestattet. Und, was nehmen wir denn noch? Die Brandmunition auf jeden Fall. Da war ich bisher auch ganz gut mit dabei, die zu benutzen. So, Gesundheits- und Panzerschadenbonus. Macht die Effekte ihrer Munitionskraft mit 50% Effektivität in Gruppenmitgliedern zugänglich. Ah ne, die Munition ist es ja gar nicht. Das meine ich doch gar nicht, sondern das Blutbad. Da wollte ich doch eigentlich drauf. Gehen wir erstmal darauf. So, Aufladetempo erhöhen ist auf jeden Fall gut. Wirkungsradius Schaden. Also wir müssen uns jetzt halt immer entscheiden, was wir hier nehmen, ne? So, machen sie Feinde handlungsunfähig. Erhöht Aufladetempo um 35%. Dann nehme ich lieber das. So, Schaden gegen gepanzerte Einheiten. Schaden um 50%. Dann nehme ich mal das gegen die gepanzerten Einheiten. Weil ich das hauptsächlich wahrscheinlich dagegen benutzen werde. Ansonsten habe ich ja meinen Sturmangriff dann. So, die Fitness. Oh ja, für den Nahkampf. Sehr schön. Ah, dann müssen wir erstmal die 1 machen. Okay. So, verbessert Nahkampfschaden. Erhöht Gesundheit und Schilde. Das klingt sehr schön. So, Nahkampfschadensbonus, Gesundheits- und Barrierenbonus. Oh, das ist jetzt aber fies. Das würde ich eigentlich beides gern machen. Das ist aber bloß 15%. Ich glaube, da gehe ich bald auf den Nahkampfschaden. So, nochmal Nahkampfschaden. 30 Sekunden lang und 15%. Oh, das ist aber gut. Ne, dann das hier. Auf jeden Fall. Erhöht Nahkampfschadenbonus um 25%. Aufladetempo von biotischen Sturmangriff um 200%. Das. Ich gehe mal voll auf Angriff. Achso, ich kann es gar nicht mehr. Ich habe keine Punkte mehr. Okay, aber wir haben Shepard schon ziemlich gut ausgestattet jetzt. Und wir sehen, wir haben auch wieder aus den Spielen davor ein bisschen was an Ruf mitgenommen. Gut, und das zieht sich jetzt natürlich gerade ein bisschen in die Länge, aber das lässt sich jetzt gerade nicht vermeiden. Ich werde mal bei Ashley... Worauf gehe ich denn da? Ich weiß es gar nicht. Nehmen wir mal den Schützen. So, Präzision, Feuergeschwindigkeit. Machen wir mal das hier. Dauer, Kopfschussschaden, Dauer, Präzision, Feuergeschwindigkeitsbonus, Aufladetempo, gehen wir mal hier rauf. So, und da haben wir noch ein paar Punkte, die wir vielleicht, so, damit ich es zumindest überhaupt erstmal machen kann, werde ich mal die hier kurz mitnehmen. Und dann gehe ich vielleicht mal ein bisschen auf den Allianz-Officer noch. So, was haben wir denn da? Da brauche ich jetzt 4 Punkte für. Habe ich die noch? Nein, habe ich sowieso nicht mehr. Gut, dann gehen wir noch einen zweiten Punkt auf den Betäubungsschuss. So, dann haben wir sie komplett aufgebraucht. Bei James werden wir... Na gut, wir verstärken erstmal hier ein bisschen die Verstärkung. Brandmunition. Ja, geben wir auch mal einen drauf. Auf jeden Fall das Blutbad. So, da nehme ich mal den Schaden. Zu Boden schlagen. Dann machen wir es mal andersrum, wie bei Shepard. Und den allgemeinen Schaden erhöhen wir mal bei ihm. Und dann geben wir noch ein paar Punkte auf den Waffenmeister gerade. So, vielleicht noch den letzten auf die Splittergranate. So, dann sind die beiden ganz gut ausgestattet. Bei Shepard spare ich mir die Punkte jetzt, glaube ich, erstmal die 2. Weil wir könnten noch einen... Was haben wir hier? Schnellere und stärkere Kräfte, erhöhter Waffenschaden. Na gut, dann gehen wir hier mal einen drauf. Oh, mehr Charisma. Okay, dann sollten wir das vielleicht auch mal mitfüllen demnächst. Okay. Haben wir das gefüllt? Verdammt, das ist ein heftiger Sturm. Aus der Nähe wirkt er viel größer. Ach was, Lieutenant. So schlimm ist es nicht. Sicher? Er kann uns aber trotzdem umbringen. Ich glaube auch. Der Krieg auf der Erde macht mir mehr Sorgen. Oder der Umstand, dass niemand Meldung macht. Okay. So, jetzt werde ich aber nochmal ganz kurz, weil wir noch nicht genug hier unterbrochen haben, meine Kräfte ein bisschen ordnen. Die Brandmunition wechsle ich mal mit dem Blutbad und den... Nee, warte, ich mache mal so rum. Blutbad auf der 2, Sturmangriff auf der 1. Das sind die zwei hauptsächlichen Fähigkeiten, die ich jetzt benutzen werde. Erstmal. Und ich weiß nicht, wo wir lang müssen, ehrlich gesagt. Es wäre schön, wenn wir den Weg finden, bevor der Sturm uns erreicht. Der sieht nämlich wirklich ungemütlich aus. Aber ich glaube, wir gehen einfach mal hier lang. Das sieht gut aus. So. Ups. Wollte ich nicht. Was ist das? Eine Waffe. Waffe freigeschaltet. Bewaffnung ändern. Was können wir denn da machen?
Ach, siehst du mal. Ich wusste gar nicht mehr genau, wie das war hier mit der Bewaffnung. So, dann nehmen wir die Mantis. Ist ja in jedem Teil ein bisschen anders, wie sie das geregelt haben mit der Bewaffnung, ne? So, und hier die Avenger. Die anderen, das hier unten ist schon angelegt. Oder haben wir hier noch eine Wahl? Nee, keine Wahlmöglichkeit. Und die Katana haben wir jetzt auch als Dingens, als Pumpgun. Die haben ihre Waffen auch. Gut, alles klar. Kommt ihr klar? Kann es sein, dass du ein Hohlkreuz hast, Ashley? Naja. Was denn? Warte mal. Allianz. Sergeant Reeves. Er hat wohl keinen Widerstand geleistet. Hier stimmt etwas nicht. Halten Sie sich bedeckt, bis wir wissen, was vor sich geht. Die sind bestimmt nicht durch den Sturm getötet worden, würde ich vorschlagen. Oder würde ich sagen, ne? Gut, betreten wir mal die Marsanlage und sind bereit, auf Feinde zu treffen. Cerberus. Heilige Scheiße. Sie richten sie hin? Das sind Cerberus-Einheiten. Na gut. Jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Das macht nichts. Oh, warte mal, ich hab die Pumpgun in der Hand. Das war jetzt nicht der Plan. Hier, Sturmgewehr, das hätte ich gern. So. Dann, ach so, hat das so eine lange Aufladezeit, das Blutbad? Mensch. So, na gut. Los geht's. bist du daneben gehauen gerade? Oh, warte mal. Irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich dachte. Sorry, Leute. Das war gerade nichts, ich weiß. Aber irgendwie wollte es gerade auch nicht so, wie ich wollte. Warum waren die Aufladezeiten gerade so extrem lang? Das ist ja Wahnsinn gewesen. Also es hat gerade noch nicht so richtig geklappt. Ich weiß nicht, was da jetzt das Problem bei war, aber irgendwie hatte ich gerade extrem lange Nachladezeiten. Also nicht Nachlade, sondern Cooldown-Zeiten von den Fähigkeiten. Das habe ich irgendwie besser in Erinnerung. So, einfach mal draufhalten hier auf die Kollegen. Schaut euch das mal an, wie lange die Nachladezeit ist dafür. Was ist denn da los? Das war doch gerade eben auf der Erde noch nicht so. Warum? Was ist los? Na gut, dann müssen wir erstmal ein bisschen mit Waffengewalt das Ganze lösen, bevor wir hier wieder drauf gehen können mit der Biotik. Oder mit den Fähigkeiten. Geht auch so. Das haben wir ja schon im ersten Teil zur Genüge gemacht. Hallo, könntest du vielleicht mal deine Fähigkeiten einsetzen, Shepard? So, gut. Oder? Aha. So hat's ausgesehen. Was macht Cerberus hier auf dem Mars? Gute Frage. Sie wissen's nicht? Ich gehöre nicht mehr zu Ihnen, Ash, falls Sie das meinten. Meinte ich nicht. Aber Sie müssen zugeben, das passt alles. Achtung! So, meine Fähigkeiten sind immer noch nicht wieder bereit. Sag mal, was ist denn da los? Warum sind die denn so lang? So, die sind platt. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen öfter sterben sollte. Aber ich muss mich erstmal wieder an den anderen Kampfstil jetzt einfach gewöhnen. Ich bin immer noch nicht wieder bereit. Das gibt's doch gar nicht. Das verwirrt mich total gerade, warum das so lang dauert. Sieht nicht so aus, als wären sie gewaltsam eingedrungen. Ja, es sind nur ein paar Fahrzeuge. Dann hatten sie wohl Hilfe. Ein Insider. Wahrscheinlich. Scheint wohl so. Man bräuchte viel mehr Männer und Feuerkraft, um die Anlage anders einzunehmen. Na gut, Hauptsache wir kommen jetzt noch ohne Probleme rein. Ey, was machst du denn, Shepard? Ich brauche eine klare Antwort, Shepard. Worauf? Warum ist Cerberus hier und was haben Sie mit denen zu tun? Wieso sollte ich wissen, was die vorhaben? Sie haben für sie gearbeitet. Soll ich glauben, dass Sie es jetzt nicht mehr tun? Wir haben uns zusammengetan, um die Kollektoren zu vernichten. Das ist alles. Sie haben sie von Grund auf neu zusammengesetzt. Sie haben ihnen ein Schiff gegeben, Ressourcen.
Hören Sie zu, ich hatte seit der Zerstörung der Kollektorenbasis keinen Kontakt mehr mit Cerberus. Und ich weiß nicht, warum Sie jetzt hier sind oder was Sie wollen. Seit er wieder auf der Erde ist, wurde Commander Shepard ständig beobachtet. Es kann also keine Kommunikation gegeben haben. Tut mir leid, Shepard. Nur... Ich sollte mich nicht derart erklären müssen, Ash. Bitte, vertrauen Sie mir. Das tue ich ja. Es ist nur...